Die Elbe ist der zweitlängste Fluss Deutschlands. Die Elbe entspringt dem tschechischen Riesengebirge und fließt vorbei an Dresden, Magdeburg und Hamburg bis in die Nordsee. Mehr als 700 Kilometer beträgt die Flusslänge auf deutschem Gebiet. Besonders die Elbauen mit den ständig wechselnden Landschaften bieten den Menschen am Fluss Ruhe und Erholung. Von zentraler Bedeutung ist die Elbe aber seit Jahrhunderten als Transportweg. Nicht zuletzt war Magdeburg neben Hamburg eine wichtige Elbestadt für die Hanse. Die Elbe war damit Bestandteil eines kontinentalen Handelssystems. Mit dem Aufkommen der Dampfschifffahrt war es möglich, noch schneller flussaufwärts zu fahren. Eine technische Besonderheit war die Kettenschifffahrt. Die Kette wurde von einer Dampfmaschine durch das Schiff mittels auf dem Deck angebrachter Zahntrommeln gezogen. Die Kette lag durchgehend in der Mitte des Flusses. Besonders für Böhmen und Sachsen bedeutete die Elbe den Zugang zu den großen Häfen wie Hamburg, Antwerpen und Rotterdam und damit Zugang zum internationalen Handel. Mit dem Ausbau des Eisenbahn- und Straßennetzes ging in den Folgejahren die Bedeutung der Elbschifffahrt zurück. Seit der deutschen Wiedervereinigung gibt es neue Überlegungen, die Elbe wieder umfangreicher für Güter- und Fahrgastschifffahrt sowie Kreuzfahrtschiffe zu nutzen. Das führte auch zur Verwirklichung des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nummer 17, dem Wasserstraßenkreuz Magdeburg. Gegenwärtige Prognosen zur Verkehrsentwicklung an der deutsch-tschechischen Grenze gehen von einer Vervielfachung des Verkehrs bis 2015 aus. Die intensivere Nutzung der von unseren Vorfahren gestalteten Wasserstraße Elbe erscheint zwingend erforderlich. Um die Interessen der einzelnen Regionen besser vertreten zu können, wurde im April 2000 die Kammerunion Elbe-Oder, kurz KEO, gegründet. Hier arbeiten 30 Industrie- und Handelskammern aus Deutschland, Polen und Tschechien zusammen. Auf Beschluss der Generalversammlung 2007 in Hamburg wurde das Generalsekretariat der IHK Magdeburg übertragen. Als Generalsekretär wurde Wolfgang Merz, Hauptgeschäftsführer der IHK Magdeburg, berufen. Gleichzeitig wurde eine Imagekampagne zur Förderung der Schifffahrt auf der Elbe beschlossen. Deshalb sitzt man im Frühjahr 2008 im Generalsekretariat in Magdeburg zusammen und entwickelt die Idee eines speziellen Ausstellungsschiffes für eine Fahrt von Prag bis Hamburg. Eine Koordinierungsgruppe, Labe Elbe 2010, wird ins Leben gerufen und nimmt ihre Arbeit auf. Ihr gehören Vertreter aller vorgesehenen Haltepunkte des Schiffes, sowohl in Deutschland als auch in Tschechien, an. Ein Schifffahrplan wird akribisch erstellt und Gästelisten vorbereitet. Anfang September geht es auf nach Prag, aber nicht mit dem Schiff. Der niedrige Wasserstand der Elbe erlaubt die Fahrt nur bis Roßlau. Von da an müssen die Ausstellungsstücke per LKW transportiert werden. Das Problem, auf das die Ausstellung aufmerksam machen wollte, traf sie nun selber. In den Abendstunden des 3. September wird in Prag das Hotelschiff Florentina zum Ausstellungsschiff umgerüstet. Ein erster Blick über die Ausstellung bestätigt die Vereinbarkeit von Wirtschaft, Leben und Natur in der Kulturlandschaft Elbe. Dafür haben sich alle beteiligten Akteure mit ihren Beiträgen eingebracht. Die Ausstellungstafeln des Biosphärenreservats Mittlere Elbe zeigen, wie Binnenschifffahrt und Belange des Naturschutzes miteinander vereinbar sind. Gemeinsam werden nach neuesten Erkenntnissen Lösungen erarbeitet und umgesetzt. Das Banner ist platziert. Prag am Abend, sehr idyllisch. Der Morgen des 4. September. Eine Pressekonferenz bildet den Auftakt. Jerzy Asta begrüßt die zahlreich erschienenen Vertreter von Presse, Funk und Fernsehen.
Kammerunionspräsident Lohse erläutert die Hintergründe und Ziele der Imagekampagne. Zitat: Die Wasserstraße müsse als ökologischer dritter Weg neben Schiene und Straße ganzjährig zur Verfügung stehen. Wir werden beweisen, dass auch ein Fluss wie die Elbe, der wirtschaftlich betrieben wird, ökologisch sein kann. Peter Kuschel, Präsident der Industrie- und Handelskammer Prag, richtet ebenfalls ein Grußwort an die anwesenden Journalisten und Gäste. Danach ergreift Wolfgang Merz, Generalsekretär der KEO, das Wort. Er verweist darauf, dass die deutsche Bundesregierung in der Koalitionsvereinbarung entsprechende Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen zur Schiffbarkeit der Elbe bis 2010 aufgenommen hat, die den Zustand wie vor dem Hochwasser 2002 wiederherstellen. Der Präsident der KEO begrüßt den Prager Bürgermeister Pavel Bem als Schirmherren der Aktion. Was könnte besser das wirtschaftliche und persönliche Zusammenwachsen der Region Elbe-Oder zeigen als eine Wanderausstellung, welche die Partnerstädte Hamburg und Prag miteinander verbindet? Gemeinsam schreitet man zur Eröffnung der Ausstellung. Dem Eintrag in das Gästebuch folgt die Überreichung eines Gastgeschenkes. Herzlichen Dank. Danke herzlich. Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen Kopien von historischen Unterlagen der Elbe überreiche. Wir haben das zusammengestellt, alles historische Unterlagen. Ja, ja, nicht so gut. Das ist einfach. Ich denke, die kann man sich ansehen. Die Kollegen des tschechischen Fernsehens nutzen die Gelegenheit für einen ausführlichen Bericht. Gedankenaustausch unter Deck. Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses der KEO dankt dem Kanzler der Internationalen Hochschule für Logistik und Verkehr in Wrocław, Janusz Pawenska, sowie dem Direktor Dr. Jerzy Dudek für die Zusammenarbeit im Rahmen der KEO. Erster Haltepunkt der Wanderausstellung ist Litomyrice. Aufgrund des Niedrigwassers konnte die Ausstellung auch hier nur per LKW eintreffen. Auf dem Markt hat die Stadt einen eigenen Informationscontainer aufgestellt und die Ausstellung aus Sicht der Stadt begleitet. Die Wanderausstellung wird im lokalen Theater gezeigt. Hier findet auch eine Podiumsdiskussion statt. Letzte Station auf tschechischem Gebiet ist Děčín. Die Ausstellung wird bei schönem Wetter unterhalb des Schlosses direkt an der Elbe aufgebaut. Gegen 10 Uhr wird durch Jiří Astor, Oberbürgermeister Vladislav Raška und Rolf Lack die Ausstellung eröffnet. Die ersten Besucher sind mehrere Schulklassen aus örtlichen Schulen. Auch die Tanzgruppe vom Haus der Kinder und Jugend unterhält die Gäste.